jeder Reaktor im Energiespeicher. Und schau mal, dass du vielleicht oben rauf gehst und den Controller etwas runterschraubst, damit die, damit dein Gehäuse wärmer wird, damit er mehr Leistung bringt. Ich glaube, der ist nicht auf 100 hoch. Grad. Du gehst ja jetzt hoch und schaltest das um. So. Oh. Ne, der ist sogar auf 0. Ja, du machst einfach Rechtsklick und hast hier Plus, Minus und da steht ein Control Rod. Ja, aber auch was ist anstimmen muss, habe ich nicht. Ja, er ist auf 0 und der hat dein Kern hat 870 Grad und das Gehäuse 700 Grad. Also ist es so in Ordnung, der kann nicht überhitzen und auch nicht explodieren. Eine Enderperle. Wofür brauchst du eine Enderperle? Danke, Lauda. Achso. Wo ist er? Enderman. Es gibt auch Chunkloader, die mit RF betrieben sind, gell? Gibt's auch. Die brauchen Strom? Die brauchen doch keinen Strom. Es gibt verschiedene Chunkloader. Es gibt welche, die sind mit RF betrieben. Stromlosen. Stromloser ist auch was, für, muss ich sagen, mit das Geschicktere. So, ich mach mal jetzt erstmal hier. Der Enderman ist irgendwie. Aber Eichenholz will ich nicht unbedingt nehmen. Das Gummibaum war doch das nicht so schöne Tropenholz, genau. Mache ich mir jetzt noch ein paar Crafting Table. Ich würde mal sagen, 4 Stück reichen. 4 Stück reichen. Was, warum? Weil das Rezept ja auf dem Crafting Table liegen bleibt. Ach so. Das heißt, wenn du mal zwischendrin was anderes craften musst, bleibt es ja trotzdem liegen und kannst den Crafting Table verlassen. Hm. Das ist praktisch. Finde ich ganz cool eigentlich. So. Enderman. Ach Mist. Komm her. So, 8 Eisen brauche ich noch. Hab ich noch Gold? Gold 16. Okay. Okay, müsste reichen. Hoffe ich. Na komm. 4. Es dauert gerade so lang. Warte mal, gehen wir nochmal daher. Ich brauche 2 Stück. Okay, 2 Stück, da reicht das. 2 goldene. Oh. Ach nee, ich muss ja aus den goldenen dann noch. Ah, Mist. Diamantene machen. Oh, 4 goldene, ja genau, ich kann 4 goldene herstellen. Das passt. 4 goldene. Jetzt brauche ich noch Diamanten. So, 2 Diamant brauche ich. Und 2 goldene. Jetzt habe ich 2 Diamantzahnräder und 2 goldene Zahnräder. Genau, jetzt brauche ich noch ein bisschen Eisen, bis es fertig ist. Genau. Hahaha, ich habe gleich die Quarry. Wo stellst du dann hin? Das ist die gute Frage. Ich muss ja noch erstmal mit Strom irgendwie. Das heißt, ich müsste auch so einen Reaktor bauen, wie er gerade hat. Oh. Ja, und du machst einfach nur Redstone Engines hin und wartest. Oder das. Aber wenn, dann würde ich es schon mit einem Reaktor betreiben. Zack, zack. Zack, nee, würdest du nicht. Zack, was fehlt noch? Ah, ich habe einen Redstone vergessen. Ein Redstone noch her. Ja, wir haben unsere Quarry. Gut, Freude war groß. Zu sagen, gigantisch. So, dann nehme ich mal die Kohle. Nehme ich mal die Kohle raus. Hier. Und jetzt brauche ich mal Big Reactors, gebe ich jetzt mal ein. Jetzt mache ich auch genau, Inver brauche ich Big Reactors. Big Reactors. So, das heißt, ich brauche einen Reaktor. Linko? Hm? Ich habe gehört, du willst farmen gehen mit mir. Eisen und Graphit. Was? Und Uranium oder Ding. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du farmen gehen willst. Jellorit. Weil mein Eisen bald leer ist. Eigentlich jetzt schon leer ist. Ja, du kannst es auch, wenn du Eisen oder sowas hast, kannst du ruhig bei mir oben mit reinschmeißen und verdoppeln, wenn du es möchtest. Auch schon an. Trotzdem ist mein Eisen jetzt leer, weil das ziemlich viel Eisen gezogen hat, der Generator. Ja, das stimmt. Mal Redstone. Über Redstone. Der Pulverizer und der Harvester. Über einen Redstone-Motor kann man den wirklich betreiben, eine Quarry? Ja, das ist ja original so. Die
Die einfachste Verbindung von den Mods war ja immer Buildcraft und Industrialcraft. Ich wusste Aber das. Redstone Motor, Stirling Engine oder so anschließen. Aber Redstone Motoren sind die einfachsten. Brauchen Ja. halt nur einen Schalter, sonst musst du mal Kohle oder so nachlegen. Ich mache jetzt einfach mal einen Redstone-Motor. So zwei Ja, Stück. ich habe auch 4 Stück gemacht. Ah. Vor allem die können nicht überhitzen. Ich Stirling mache jetzt kann einfach auch mal Luna nicht überhitzen. so einen Kolben. Wie ging Kolben nochmal, ich Depp? Achso. Vier Ja, ja, Holz, ja. 3 Stahl. Ich weiß es wieder. Cobblestone-Ding. Oh. Du kannst auch, wenn du alles im Inventar hast, einfach Shift-Click machen. Shift-Click auf das Fragezeichen bei dem Rezept und dann hast du es automatisch im Crafting-Table. Mache ich mal drei Stück. So. Zack, zack. Glas habe ich 4 Stück. Ha, ha, ha. Den Kolben. Das daher. Und oben noch Tropenholz hin. Genau, jetzt habe ich Redstone. Ding. Jetzt brauche ich drei Hebel. Ich mache einfach mal eine kleine Query, einfach nur um schnell nach unten zu kommen, oder? Wäre fast das noch das Geschickteste. Oder du machst eine große Query und wartest halt. Ja, oder warten, aber ich möchte schon irgendwie Oder schnell nach unten kommen. du machst dir einen Transposer oder wie das heißt und lass es direkt in dein Lagersystem, das du noch nicht hast, transportieren. Ja, genau, ins ME. Ja. So, Das lass ich. du alles rein transportieren, was die Query abbaut. So, 5 Kisten. Oh, fünf Kisten. Warte Dachte, mal. Spinnen sind am Tag nicht aggressiv. Kisten. Warte mal, da gibt's doch schon. Ich habe einen Dia-Chest gemacht dafür, für die Quarry nachher. Chest. Soll für die erste Quarry Ja, reichen. also wenn, dann würde ich eine Crystal Chest machen. Ist nicht viel größer, oder? Doch, doch. Warte mal, Eisen Chest. Oh, da brauche ich wieder so viel Und ich Eisen. wäre eigentlich dann für die Obsidian-Chest. Ist genauso groß wie die Crystal-Chest, soweit ich weiß. Und die ist halt explosionssicher. Ja, oder so. Dirt Chest. Ist die größer? Ja. Die Dirt Chest? Toll. Wird sicher kleiner sein. So ein Platz hat's drinnen. Also Kannst ein Eisen. Item reinlegen, legst einen goldenen Apfel ran, der ist dann heilig. Und liegt in Ich. einer Erdkiste. Eisen Chest würde ich gern machen, aber ich habe nicht genug Eisen, glaube ich, für eine Eisen Chest. Leider gibt's keine Camouflage-Blöcke. Ah, doch, ich müsste halt nur ein bisschen warten. Flaschblöcke wärmst. Hier, genau, Rohr. Eisernes Transportrohr ist ein Ding. Ich glaube, ich mache ein Steintransportrohr. Da brauche ich einen normalen Stein und Glas, weil. Was soll der Dreck? Geht weg! Cobblestone dürfte auch gehen, ja, aber ich brauche Glas wieder, oh Das sind Mann. 5 Skelette. 4 Endermänner. Ich gehe mal kurz in die Wüste und hole mal ein bisschen Sand. Ich hab hier noch ein bisschen Glas, aber wie viel brauchst du? Ich brauche ein bisschen mehr deswegen. Also um Ja, einiges gut. mehr, um genau zu sein. Deswegen, ich überlege mal sogar, ob ich da hinten in der Wüste die Quarry aufbaue. An, weil die Wüste ziemlich über meinem Haus ist. Nein, die Wüste ist ja ziemlich groß. Nee, Wenn es brauchst über halt deinem keine Haus wäre, das wäre Quarry. nur aus Versehen. Nee, ich habe halt wirklich weiter hinten in der Wüste gemeint. Viel weiter hinten in der Wüste, also nicht in der Nähe von uns. Brauchst nicht in meiner Wüste. Nähe Also von meinem baue Haus ich. ist ein Sch Okay, also genau, Sagt, ich. es nicht in der Nähe von der Stadt, die Quarries bauen. Ja, deswegen meine ich ja irgendwo da ganz hinten am Ende Das ist zu der. nah an der Stadt. Nein, ist es nicht. Doch. Das sind dort bestimmt 200 oder 300 Blöcke weg. Zu nah. Wieso höre ich Zombies auf Türen schlagen? Hä? Keine Ahnung. Oh, ich bin 19 Meter über meinem Haus.
Ich drehe mich gerade im Kreis und dann gucke ich runter und sehe, ich bin über meinem Haus. Kann Hallo ich mir meine Ningo. Türen in Ruhe lassen? Ich bin nicht zu Hause. Hallo Ningo. Chup. So, Ja, Lapis. Ich hier habe ist 11 Eisen. Jenorium, das Wow. brauche ich dann später erst. Hallo Schatz. Kuss des Todes. Angerannt kommen. Boom. So, jetzt muss ich warten. Tun wir mal noch klassisch was einschmelzen. Eisen. Aber da war doch noch irgendwo, hier war noch Eisen drin. So. Bedbox hat auch noch ein bisschen Strom, aber nicht mehr so viel. Zack. Vier So Eisentruhen stehen habe da ich jetzt. sieben Zombies vor meiner Haustür. Ich hab Voller doch Pot. alles ausgeleuchtet, Mann. Wollen dich holen. Und Ich komm dich Lapis. auch gleich holen. Nur dich wollen sie holen. Mit meinem Nano-Saber. Das ist noch nicht mal ein Nano-Saver. Bis dahin Du haben. kannst das nicht wissen. Doch. Nein. Doch. Crox weiß alles. Er ist der Admin. Er weiß gar nichts. Ich habe letztens ganz genau gesehen, wo du deine Maschinen hingemacht hast, ohne dass ich im Spiel Nee, du war. hast sie abgebaut gesehen. Ein Nano-Saber kann ich nur nicht abbauen. Ich habe sie abgebaut gesehen. Ich habe gesehen, dass du sie dahin platziert hast und dann da abgebaut hast und alles. Das habe ich alles gesehen. Ich sehe alles. Aber nicht, was ich gerade mache. Ich Du glaube, hast das will alles ich auch gar nicht verzwanglich, das will. machst du gerade. Pflastersteintransportrohr. Ich will aber einen Steintransportrohr. Das ist schon ein bisschen besser. Nicht unbedingt ein Pflasterstein. Muss ich Ja, echt mach dir schon. einen Stein. Oh Ja. ja. Ja, mach Ich. dir Stein. Mache ich doch schon. Ja, Stein. Das tut so weh gerade auf. Ich habe kaum Kohle, deswegen. Ja, der Strom geht aus. Wollte gerade Ich habe Eisen noch holen und Kohle. bin mit Kohle zurückkommen. Also was willst du? Ja, Eisen wäre gerade auch ganz schön. Ich muss die Generatoren mal schnell wieder befeuern, weil der Strom ausgeht in der Bedbox. Lebatbox. Ja, lädt sich wieder auf, ist schon mal schön. Vergewaltigst du gerade meine Katze? Ja, denke schon. Weiß ich nicht. Ab wann zählst du denn ab als Vergewaltigung? Ich möchte gar nicht wissen, was du mit deinen Tieren anstellst. Ahnung, sie sind fett. Los, lass uns Vergewaltigung spielen. Nein, ich will das nicht. Das machst du sehr gut. So, ich habe jetzt halt, ich werde jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt einfach mal hier hinter. Und wer da hinten die Query aufsetzen. Und wehe, das geht nicht mit den Redstone-Motoren. Ach doch. Da gibt's einen 2-Wochen-Bann. Ein 2-Jahres-Bann. Bis das Projekt abgeschlossen ist. Wie gesagt, Langzeitprojekt. Ja, meine Folge 500 von Minecraft war ja auch fast 2 Jahre nach dem Start meines Kanals. Weil es Kalzit vom Ich höre keinen Reaktor Ton von dir, Schatz, wenn du mit mir redest, aber ist in Ordnung. Red ruhig weiter. Wieso ist da Holz in einer Mine? So, da setze ich jetzt mal die Query her. Dürfte ich erfahren, warum da mitten unter der Erde Holz ist? Ist halt Nein. so. Du musst nicht immer alles wissen. Aber ich würde es in dem Fall schon gern wissen. Ja, nee.